Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. Heute möchte ich mal einen der wohl skurrileren Orte im Ödland genauer betrachten, nämlich die Republik Dave. Die Republik Dave gehört wohl mitunter zu den erinnerungswürdigsten und beliebtesten Orten im Ödland, der Hauptstadt. Denn bei der Republik von Dave handelt es sich um eine besonders skurrile Mikronation mit gerade einmal 9 Einwohnern. Mikronationen sind im Grunde nichts Ungewöhnliches. Wir finden auch in unserer echten Welt etliche Beispiele von Mikronationen, die über die Jahrhunderte und die gesamte Weltkugel hinweg immer wieder mal ausgerufen wurden. Auch wenn die meisten von diesen wenigstens einige hundert oder tausende Bewohner beherbergten, gab es durchaus auch in unserer echten Welt des Öfteren Mikronationen, die gerade einmal eine Handvoll Einwohner zählten. So gründete zum Beispiel Lester Hemingway, der jüngere Bruder des weltberühmten Autors Ernest Hemingway, eine Mikronation namens New Atlantis, auch als Republic of Atlantis bekannt. Diese Nation bestand aus einem 30 Quadratmeter großen Floß in der Karibik und gerade einmal 6 Einwohnern. Sie hatten ihre eigene Währung und ihre eigenen Briefmarken. Und niemand hat ihren Anspruch auf eine eigene 30 Quadratmeter Nation angefechtet. 1966, gerade mal 2 Jahre nach der Gründung von New Atlantis, wurde das Floß allerdings bei einem Sturm zerstört und somit auch die Nation New Atlantis. Ja, solche Beispiele gibt es, doch in der Regel sind diese sehr kleinen Mikronationen in Wirklichkeit eher ein Scherz, ein Kunstprojekt oder vielleicht auch mal ein Akt des politischen Protestes für ihre Gründer. Die Einwohner der Republik Dave im Fallout-Universum meinen das mit der eigenen Nation allerdings todernst. Und das ist auf den ersten Blick schrecklich witzig. Bei genauerer Betrachtung wird's allerdings sehr traurig eigentlich. Der Präsident der Republik Dave ist ein Mann namens Dave. Wer hätte das gedacht? Und Sohn von König Tom, den er stürzte, um die Macht über die aus 3 rostigen Hütten bestehende Nation zu erlangen. Sein Volk besteht hauptsächlich aus Familienmitgliedern Daves. So leben neben ihm noch seine erste und zweite Frau und seine 5 Kinder in dieser Nation, zusammen mit einer Lehrerin und Museumskuratorin namens Shawa, die die Kinder in der Geschichte von Dave unterrichtet. Und hier wird die Geschichte etwas ernster, denn die Kinder in der Republik von Dave leben vollkommen isoliert von der Außenwelt. Für sie existiert nichts, außer diese kleine, bizarre Blase, die sie Republik Dave nennen. Sie wissen, dass es ein Ödland da draußen gibt, aber haben nicht die leiseste Vorstellung, wie groß diese Landmasse da draußen ist. Sie sind davon überzeugt, dass die Armee von Dave, die aus Kommandanten Dave und Zweitkommandanten Bob besteht, schon bald das gesamte Ödland da draußen erobern und annektieren werden. Sie werden von klein auf indoktriniert, um ihre kleine Gemeinschaft als das Zentrum der Welt und Dave als den ultimativen Helden anzusehen. Alles, worum sich das Leben der Bewohner dieser Mikronation dreht, sind ihre von Dave erdachten Ränge und Privilegien. Die Gesellschaft, in der sie leben, mag klein sein und für einen Außenstehenden nichtig erscheinen. Doch für die Bewohner der Republik Dave ist es die ganz konkrete Lebensrealität, die ihnen wichtiger ist als alles andere. Nur Daves erste Frau, Rosie, bei der es sich um eine sehr intelligente Frau handelt, durchschaut, wie eingepfercht und kleingeistig ihr Leben und das Leben in der Republik Dave tatsächlich ist. Der einsame Wanderer kann die politischen Machtgefüge der Republik Dave maßgeblich mitbestimmen und entweder alles beim Alten lassen und die Bewohner der Republik in ihrer schmerzlichen Naivität zurücklassen. Er kann Daves Sohn Bob zur Macht verhelfen und die Bewohner des daraus entstehenden Empires of Bob ihrem recht düsteren Schicksal überlassen. Oder aber
Er bewegt die eben genannte Rosie dazu, für das Präsidentenamt zu kandidieren und hilft so bei der Erschaffung der Demokratie Rosie. Der ehemalige Patriarch und größenwahnsinnige Herrscher Dave verschwindet daraufhin, um eine neue Republik Dave zu gründen, die wenig Früchte zu tragen scheint. Während die Demokratie Rosie erblüht, Rosie öffnet die Grenzen ihrer neugeborenen Mikronation und bietet allen Schutz- und Hilfesuchenden des Ödlands ein sicheres Zuhause. Sie bietet den Kindern dieser neuen Demokratie echte, umfassende Bildung statt eindimensionaler Propaganda. Und die so lang unter der engstirnigen Tyrannei von Despoten wie Tom und Dave lebende Nation kann endlich erblühen. Und wer weiß, vielleicht eines Tages unter Rosies Leitung tatsächlich zu einem ernstzunehmenden Land, naja gut, oder sagen wir einer Stadt florieren. Aber die Republik Dave ist nicht nur eine wirklich witzige Questreihe, sondern eine schöne Metapher für unser eigenes Leben, von der wir alle etwas lernen können und auch sollten. Denn so gebildet, so weltoffen und so erfahren, wie wir auch sein mögen oder uns zumindest gerne selber sehen, leben wir doch alle in unserer eigenen, kleinen, abgegrenzten Republik. Denn manchmal sind wir so in unsere kleinen Angelegenheiten verwickelt. Die nächste Prüfung, Stress auf Arbeit, eine bevorstehende Beförderung, dass es uns schwerfällt, einmal einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten. Um uns mal wieder vor Augen zu halten, wie klein unser Leben und unsere Probleme eigentlich im Maßstab des Gesamtbilds sind. Neben unserem Leben als Ganzes, unserem Planeten, seinen Millionen von Jahren an Evolution, die zu unserer Existenz geführt haben, oder gar den unendlich erscheinenden Weiten des beinahe ewigen Alls da draußen, wirkt unsere nächste Prüfung und unser aktueller Arbeitsplatz plötzlich schrecklich nichtig. Genauso wie die Rangkämpfe innerhalb der Republik von Dave für unseren einsamen Wanderer wirken müssen. Und ab und zu ist es wichtig, sich klarzumachen, dass so viel mehr und so viel Wichtigeres da draußen existiert, als unsere kleinen Probleme und unsere kleinen Ziele, die uns oft so wichtig und so überwältigend erscheinen. Wenn du gut in der nächsten Prüfung sein willst oder ein Haus bauen willst oder eine Riesterrente abschließen willst, dann lass dich nicht davon abhalten. Aber tritt ab und zu einen Schritt zurück und versichere dir selbst, dass es dir das alles wirklich wert ist und dass es wirklich du bist, der diese Wünsche hat. Das Leben ist zu kurz und zu wertvoll, um es in unhinterfragte Normen und Werte zu investieren, die eigentlich gar nicht deine sind und dir nur von irgend so einem Dave oder der Blase von Normalität, in der du lebst, vorgegeben wird. Verlass ab und zu mal deine kleine eigene Republik, Dave oder wie auch immer du heißen magst, und bereist das unendliche Ödland da draußen, um deinen Platz im Universum und deine Werte im Leben und deine Ziele besser und unter einer größeren Linse bewerten zu können. Damit du nicht endest wie Larry, Bill, Tom, Steve, Ray und Dave und ein Leben in einem winzigen geistigen Gefängnis führst. Egal ob du, die Gesellschaft, dein Boss, dein Staatsoberhaupt, wir sind alle nur nackte Affen auf einem kleinen Steinchen im unendlichen Nichts. Mach das Beste draus und lass dich nicht von einem anderen nackten Affen ins Steuer greifen, weil er denkt, dass er Autorität über dich hat, nur weil irgend so ein Dave ihn zum Zweitkommandanten ernannt hat. Sei lieber wie Rosie. Durchschau die Strukturen, in denen du lebst und bewerte sie immer wieder aufs Neue neu. Nimm das an, was dir wichtig und erstrebenswert erscheint und definier alles andere für dich neu. Das ist die Botschaft, die wir aus Daves kleiner Republik für unser Leben mitnehmen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wäre super cool von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.